Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 2.6.2021, damit den Monatsauftakt letztendlich, den wir gestern hinter uns hatten. Monatsauftakt ist sehr positiv verlaufen, muss man schon so sagen. DAX hat einen deutlich guten Start hingelegt, ist zwar auch wieder mit den Rädern aufgekommen, na, aber das ist positiv. Wenn wir uns zurückerinnern, was haben wir gestern gesagt? Haben wir gesagt, dass wahrscheinlich sogar hier unten nochmal austestet. Und zum Dienstag unten so in die 300 reinsticht. Sich wurden dort stark nach oben raus reaktiviert, dann die 510 überwindet und oben rausgeht. Oder halt, wenn er vorzeitig schon die 510 überwindet, dass das genauso gilt. Dass dann eben 15.600 und 15.670 eben das Ziel wären. Das hat er erreicht, das hat er angelaufen. Hat es natürlich direkt gleich gemacht. Ich hätte erwartet, dass wir eher unten raus erstmal den Aktivismus sehen, ne, dass er erstmal unten raustreibt. Den Gefallen wollte er nicht tun, hat sich direkt oben rausgezogen und man muss auch sagen, vom Rücklauf, was er da jetzt so zurückgeliefert hat. Also, ich sehe hier eine sehr lange grüne Kerze drin. Dann kommen noch zwei hinterher und zwei rote zurück. Und danach zwei zur Seite. Das heißt, runter zu braucht auf jeden Fall schon mal länger, als er hoch zu gebraucht hat. Na, das heißt, der Antrieb ist hier klar nach oben gegangen. Vom Rücklauf. Wenn wir es auf die gesamte Bewegung nehmen, haben wir vielleicht so 38 gelaufen, vom Intraday-Bewegungsschwankungsbereich vielleicht so 50% zurück. Und dann stabilisiert, zur Seite aufgedreht. Ich glaube, das kann zum Mittwoch durchaus eine Vorlage nach oben werden, eben um weiterzumachen. Das heißt, ein leicht schwächerer Start, so in die 15.535 rein. Ne, vielleicht sogar auf die 15.510, aber. Nee, lass mal vielleicht bloß die 15.35. Wenn er sich dort einmal aufstößt, also aufdreht von hier und wieder nach oben zieht, dann kann er bis in Donnerstag einsteigen halt. Ne? Also dann hat er auf jeden Fall die Karten auf seiner Seite. 6,70 wäre dann drin, 5,70 wäre dann erreichbar und eben die 49. Die 49 ist ja das Ausbruchsziel immer noch aus diesem Trend. Uns haben wir gesetzt, als der DAX hier rausgestiegen ist. Dann hat er erstmal nochmal ein neues Tief drunter gestellt. Vollidiot halt, ne? Macht er ganz gerne aber auch mal. Und seitdem haben wir eine sehr korrektive Seitwärtsbewegung, eigentlich sogar fast eine Verkeilung. Na, also wenn man jetzt hier über die Achse einfach mal einen, können wir mal machen, einen Strahl drüber legen, sehen wir, dass er dort halt auch, Moment, das müssen wir richtig machen. Wir machen hier keinen 0815. So, und da sehen wir, dass er den nämlich auch ziemlich genau angelaufen hat. Und da kommt jetzt so ein bisschen dieser, naja, was heißt Knackpunkt ins Spiel. Sowas ist eigentlich nicht gesund in einem Aufwärtstrend halt, ne? Wenn die neuen Hochs immer wieder so abverkauft werden und auf einem neuen Hoch sich keine Trenddynamik entfalten kann. Also das muss zwingend kommen, wenn er da oben die 49 schaffen will, dann muss er da aus dieser Verkeilungslinie raus. Ne, weil das ist so ein Muster, ganz egal, wie man es interpretiert, die zeigen an, dass die Verkäufer sich über jedes neue Hoch ein Loch in den Bauch freuen und es immer wieder wegknallen. Ne? So, und die Käufer drücken immer aggressiver, übermütiger dagegen, obwohl die Verkäufer eigentlich die Überhand haben und die Käufer ins Messer laufen lassen. Aber irgendwann sind die Verkäufer durch. Und dann treten die den Markt mal kurz zusammen, weil sie ja wieder günstiger in ihre Position reinkommen wollen, die sie aufgelöst haben. Und dann kommt der, löst der dynamisch nach unten auf. Also in so einem Bereich sollte man auf jeden Fall aufpassen, in dem Moment, wo er jetzt hier bei 5,35 nicht auftritt, bei 5,10 nicht auftritt. Ich glaube, wenn der da nicht hochkommt, dann sehen wir zum Mittwoch den Gap Close und einmal unter die 400 drunter. Weil dann fängt der langsam an zu probieren, das aufzulösen. Der ist zu flach. Ne, die steigenden Tiefs, die sind jetzt, das ist so flach hier. Also wenn er das Muster auflösen will, dann wird das jetzt kurzfristig auch passieren. Und deswegen würde ich sagen, also ich bin mir nicht sicher, ob er es oben übertreiben will. Wenn ich mir so angeguckt habe, wie die Leute gehandelt haben heute, und da haben sehr viele Short dagegen geballert, ohne Ende. Es war allen klar, dass Monatsauftakt ist. Und dass der Markt nach oben eskalieren kann. Und es haben alle nur Short dagegen geballert. Das heißt, da liegen auch noch Schieflagen drin. Und ich denke,
Wenn der Kollege jetzt weiter nach oben treibt, dann der hat schon eine große Schmerzschwelle, auf die er treten kann. Und wenn dann die Verkeilungslinie bricht nach oben, dann kriegen wir auch Trenndynamik rein. Und die geht dann bis 1549, wahrscheinlich erstmal. Kann auch noch weitergehen dann halt, ne? Also, aber das möchte ich gerne auch sehen, ne? Dass er dann da oben rausgeht. Solange der jetzt da nicht rausgeht, würde ich trotzdem ein Aufdrehen aus dem Bereich. Ich persönlich, ich würde es long probieren zu handeln. Na? Dass ich einfach probiere, wieder hier oben rein zu handeln. Vielleicht hier die Position auch wieder erstmal reduziere und mir angucke, was macht er denn. Wenn ich aber sehe, dass alle Leute nur Short dagegen ballern, na, dann halte ich das Ding hier oben raus. Na, weil dann geht er auch da durch. Wenn ich aber sehe, dass der Kollege hier unten sich nicht aufdrehen will und mit roten Kerzen einfach durchfällt und auch unter den Dienstakt runterfällt, dann muss man einplanen, dass das Muster dynamisch läuft, auslöst. Und dann wäre durchaus der Bereich hier das Ziel. Also hier, das wäre, wenn das Muster auflöst, wäre das erstes Ziel. Ja, das heißt, ab dem Moment, wo wir eigentlich den Bereich unterbieten, 15.400, dann wird es echt wackelig im DAX. Ja, und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er zum Mittwoch das Niveau erstmal anläuft, so schnuppert, bisschen vorfühlt. Ne, ein bisschen Gefühl holt, wie ist er drauf, wenn er denn hier wirklich wegbricht. Ich bin mir wirklich noch nicht sicher. Ich würde einfach reagieren auf den, ne? Den Markt einfach vorzeigen lassen und dann mitgehen. Aber für mich ist es eigentlich doch relativ offensichtlich, wenn er das eben nicht hält und nicht nach oben auftritt, dass es unten raus dann gefährlich wird. 430, 400, Schritt 1. Und dann dürfte es bis Juniverfall wahrscheinlich durchaus tiefer gehen, noch eine ganze Etage. Ne, bis hier durchaus noch mal unter die 15.000 runter auch, wenn er das nicht verteidigt bekommt jetzt. Weil dazu ist die Verkeilung einfach zu fortgeschritten. Auch wenn es nicht ganz sachlich richtig ist, ne, auch von diesem Hochansatz, das macht man eigentlich nicht, weil hier ist das tiefere Tief. Das heißt, von hier beginnt das Muster. Das heißt, ich setze von hier an, aber es ändert nichts. Es ändert nichts an der Tatsache, dass ab dem Niveau der DAX jedes neue Hoch abverkauft. Und das hat er vorher auch gemacht hier. Und das heißt, wir haben hier auf jeden Fall eine Zone, in der Verkäufer Positionen ganz klar abstoßen. Und wie gesagt, dann kommt dieses psychologische Bild dahinter, das drückt sich dann durch. Sobald die ihre Positionen alle weg haben, versuchen sie sich natürlich den Markt dann so zu schieben, dass sie Profit daraus generiert haben, hier ausgestiegen zu sein. Und dann löst sowas dynamisch auf. Und wie gesagt, das hätte durchaus Spielraum bis 15.000, 14.830. Aber Stück für Stück, wir gucken jetzt erstmal jeden Bereich um 15.535, 15.510 an. Dreht der hoch, ist erstmal nochmal long, kurzfristig gedacht. Guckt man sich hier oben an, wie stark ist er, wie kommt er durch. Dreht er von hier oben wieder noch runter, geht es erstmal wieder zurück auf die 15.550, steigt er aber oben durch. Und dann kann eine bullische dynamische Bewegung einsetzen. Und die geht wahrscheinlich sogar noch weiter als 49 dann. Das wäre dann erstmal nur Zwischenziel Nummer 1. Und ansonsten hier drunter ist, denke ich, klar, gibt los 400 für den Mittwoch. Und dann das dann hier Donnerstag. Ja. Gut. Okay. Damit soll es das sein. Im Tagesschart können wir noch kurz reingucken. Hat er sich nicht richtig über den Long Trigger drüber gelegt? Hat hier mal kurz am oberen Bollinger Band abgestoßen, hat sich mal kurz abgestoßen. Ist eigentlich, man muss sagen, es ist ein Fehlausbruch auf ein neues Allzeithoch. Ne? Genau wie das letzte übrigens auch. Das neue Allzeithoch wurde abverkauft. Auch das ist nicht gut für eine Trenddynamik, aber die Tageskerze ist grün. Ja, will ich mal nicht zu hart mit ihm ins Gericht gehen, weil er drückt sich das Bollinger Band schön auf. Ne? Und ich meine, wenn er da jetzt eine grüne Tageskerze hinterherstellt, die schließt dann auch hier oben irgendwo. Ne? Die geht dann hier raus, wahrscheinlich an der 87. Dann den nächsten Tag. Also der Tageschart. Ich würde ihn eher als leicht positiv bewerten. Kommt aber jetzt hier eine rote Tageskerze dahinter, die unter, ich sag mal, 4,50 rausgeht. Dann dreht er sich auch ein. Ne? Und dann wird wieder das hier unten interessant. Und naja, dann passt das wie die Faust aufs Auge auf das, was wir eigentlich gerade aus dem 2-Stunden-Chart gesehen haben. Und dann läuft er hier wieder einmal aufs andere Band zu. Okay, das soll es damit soweit sein.
Achtet mir deswegen gut auf die 15:35, auf die 15:15. Ich glaube, das ist die wichtigste Marke zum Mittwoch. Alles, was darüber hochdreht mit grünen Kerzen, ich glaube, das würde ich persönlich eher long handeln. Und wenn er durchgeht, Short suchen. Punkt. Okay, dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschö.